und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich, und zwar, es ist kein ganz gewöhnliches Video, ich mache es zwar zum zweiten Mal, und zwar, mein YouTube-Kanal ist jetzt, nicht genau jetzt, und zwar am 15. Dezember, aber im Dezember 2 Jahre alt. Und da möchte ich mich natürlich bei euch bedanken, und da gibt es natürlich auch eine kleine Verlosung, das heißt, stay tuned, wenn euch das interessiert. Aber auf jeden Fall, das Erste, was ich gleich vorab sagen möchte, ist Ukraine. Und zwar, das ist jetzt das erste Video, das ich filme, nachdem das alles passiert ist. Und es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ich bin, mir geht es schrecklich, wenn ihr es genau wissen wollt. Mir geht es richtig, richtig grottig. Aber ich bin halt an dem Zeitpunkt jetzt mittlerweile schon, dass ich sage, ich muss weitermachen. Mein Leben kann deshalb nicht stehen bleiben, auch wenn es in irgendeiner Art und Weise stehen geblieben ist ab dem Zeitpunkt. Und ja, aber ich bin trotzdem, ich habe mir gedacht, also ich bin jetzt einfach, ich werde filmen, ich mache diese Videos auch zur Ablenkung für euch. Also ich weiß nicht, wie nahe euch natürlich das mit dem Ukraine-Krieg nahe geht. Mir geht es sehr, sehr nahe. Ich habe keine 100 Leute in der Ukraine. Es ist sehr, sehr, sehr schwer für mich. Aber ich bete jeden Tag und es sind alle noch am Leben, die ich kenne. Und das ist unglaublich. Und das ist, ja, das ist momentan sehr, sehr, sehr toll. Oder ich weiß nicht einmal, wie man das sagen soll, weil es so viele andere Menschen sterben. Es ist irgendwie so komisch, das Ganze, also so surreal, dass ich nicht weiß, wie ich es sagen soll. Aber ich supporte die Ukraine natürlich auch. Ich habe extra meine Nägel, habe ich extra gemacht für die Ukraine. Da sieht es auch No War. Und ich hoffe, dass ich dieses Video in einem Jahr anschauen kann und sagen kann, es hat alles ein gutes Ende im Endeffekt dann gehabt. Ich hoffe es. Ich hoffe es für uns alle und ich hoffe es auch, ja, dass das alles hoffentlich bald ein Ende hat. Aber ich möchte das nur auf jeden Fall noch sagen, weil es mir ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und ich habe nicht die Ukraine vergessen, ich bin nicht irgendwie komisch, sondern ich mache diese Videos auch in einer gewissen Form und Weise, um noch mir zu helfen, um es auch ein bisschen zu vergessen. Manchmal braucht man einfach ein bisschen eine Pause von dem Ganzen, was einfach passiert. Und diese Pause hoffe ich, dass ich auch für euch in einem gewissen Teil sein kann. Und deshalb produziere ich jetzt weiter. Es wird weiterhin sehr, sehr, sehr viele Videos geben. Aber das wollte ich nochmal klar in einem Video gesagt haben. Und was für ein besseres Video denn dieses Video. Und dann weiterhin zu 2 Jahre YouTube. Es ist unglaublich, dass ich schon so lange YouTube mache. Und ich bin super, super dankbar. Ich liebe YouTube, ich liebe meine süße Community, die ich mir mittlerweile aufgebaut habe. Ich bin super, super happy und ich hoffe, es werden immer mehr und mir macht das riesen, riesen Spaß. Ihr werdet mich nicht los. Ich werde bleiben. Es wird nächstes Jahr wieder eine Verlosung geben. Und wie gesagt, ich liebe YouTube und ich freue mich sehr, 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 dass ich YouTube machen darf und dass euch die Videos gefallen. Ich bekomme immer sehr, sehr süße Kommentare von euch und deshalb möchte ich euch natürlich auch was zurückgeben und deshalb gibt es auch eine Verlosung. Und ja, das ist eigentlich schon alles, was ich dazu sagen möchte. 2 Jahre YouTube. Ich finde, ich habe eine enorme Reise gemacht. Wir haben den Hintergrund geändert. Wir haben ein bisschen auch mich geändert. Ich kann mich noch erinnern, das erste Video, ich war nervös, vor der Kamera zu sprechen. Und mittlerweile ist es so, als würde ich mit euch direkt sprechen. Ich habe keine Hemmungen mehr. Das ist das Normalste für mich, was es gibt. Also, aber ich kann mich noch erinnern, am Anfang war ich sehr zurückhaltend und war noch sehr, sehr nervös und wusste nicht, wie ich sein sollte. Und jetzt bin ich einfach nur so, wie ich bin. That's me. That's who I am. Und ich hoffe, das ist auch das, was ihr so gerne an meinem Kanal schätzt, dass ich so offen und ehrlich bin. Aber was, jetzt kommen wir zur Verlosung, zu dem Part, der interessiert euch eigentlich so sehr interessant. Und zwar, es gibt eine kleine Verlosung. Ich möchte euch ein bisschen was zurückgeben. Also eine Person von euch kann dieses süße Päckchen gewinnen. Und genau, was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst
einmal das Video liken, ihr müsst einmal kommentieren und zwar, da hätte ich gerne, am liebsten wäre es mir, wenn ihr euren Instagram-Handle runterschreibt und damit ich euch dann kontaktieren kann, wenn ihr gewonnen habt. Die Verlosung übrigens auch wird 2 Wochen andauern. Das heißt, nach 2 Wochen werde ich einen Gewinner verlosen. Und was ist noch wichtig? Ich möchte keine super persönlichen Infos in den Kommentaren, weil sonst muss ich euch leider rauslöschen. Also, E-Mail-Adresse geht noch, aber am liebsten ist mir wirklich etwas, wo ihr öffentlich seid. Und wenn ihr natürlich unter 18 seid, dann bitte wirklich nur Instagram, weil sonst bekomme ich vielleicht irgendwelche rechtlichen Probleme und das möchten wir nicht. Das heißt, einfach bitte mit euren ja, Instagram oder Facebook, irgendwo, wo man euch einfach öffentlich kontaktieren kann. Auf keinen Fall Telefonnummern, das bitte schreibt es auf keinen Fall rein. Ich möchte euch nicht anrufen, das möchten wir nicht machen. Und ich möchte auch nicht, dass euch irgendwer Unwissender anruft, also das machen wir nicht. Also einfach nur Instagram-Handle und dann kontaktiere ich euch. Wenn ihr the lucky one seid, die Person, die dann gewinnt, werde ich dann kontaktieren und dann sagen, hello, you've won. Und genau, das so läuft es eigentlich auf. Das heißt, 2 Wochen habt ihr Zeit. Instagram-Handle, kommentieren also, Video liken. Ja, und dann seid ihr schon dabei. Also natürlich auch reinschreiben, dass ihr mitmachen wollt. Also nicht, also ihr könnt auch einfach nur den Instagram-Handle, aber wenn ihr einen süßen Kommentar schreibt, ist es natürlich süßer. Steigen eure Chancen vielleicht. Aber genau, das heißt, das ist zu tun. Und jetzt zeige ich euch, was könnt ihr gewinnen. Da habe ich hier mein süßes Sackerl und ich habe hier ganz, ganz viele Produkte. Ich beginne mal, das erste, was mich hier anlächelt, ist von Catrice die Professional Brow Palette. So sieht die aus. Die hat natürlich noch einen Protector oben. Und da seht ihr, da ist so ein Brow Wax, ein Brow Gel und eben so Brow Powder. Sehr, sehr cool. Ich denke, das ist ein Produkt, was wirklich sehr viele sehr cool finden würden. Auch weil natürlich Augenbrauenprodukte einfach. Ja, das ist mehr alltagstauglich. Also, es ist jetzt nicht irgendwie was super crazy-mäßiges. Hier habe ich dann 2 Lipglosse und zwar Generation Plump and Shine. Das ist ja cool. Ich glaube, da wird sich auch wer richtig sehr, sehr drüber freuen. Was haben wir hier noch? Oh, einen Liquid Illuminator Born to Glow von NYX. Auch sehr, sehr, sehr cool. So, als würde ich euch das verkaufen. Kauft das bitte. Und dann haben wir von Revolution so einen Lipgloss. Der ist auch mit dabei. Dann habe ich einen Lippenstift von Catrice. Den öffne ich hier. In einer so einer richtig schönen Mauve-Nude-Farbe. Richtig, richtig schön. Glaube ich, da kann sich auch wer sehr drüber freuen. Ich würde mich drüber freuen. Und dann habe ich von Essence einen Highlighter. Und so sieht er aus, der hat so Sterneffekte, richtig cool. Natürlich immer mit Hautton. Ich weiß nicht, was die Person für einen Hautton hat. Aber ich denke mir halt, wenn die Person da die Farbprodukte nicht passen, dann kann man es ja verschenken. Hier haben wir nämlich noch einen Liquid Illuminator von NYX. Und so sieht er aus. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine hellere Farbe. Das Gute ist natürlich, wenn man dieses Päckchen gewinnt, kann man das ja super mit einer Freundin oder sowas teilen. Freund, whatever you can share it. Sharing is caring und so. Und da haben wir diese One-Drop-Cover-Drops. Das glaube ich, wie gesagt, die farblichen Sachen wird man dann einfach sehen, was die Person für einen Hautton hat, aber man kann das immer verschenken. Das ist noch ein Concealer und zwar von NYX ist der. Und da habe ich dann gleich daneben einen Liquid Eyeshadow. Auch denke ich, richtig, richtig cool. Vor allem so Simple Looks. Also, ich glaube, für Leute, die sagen, ja, ich schminke mich schon, aber ich habe es halt nicht gern so wie ich, so ein Full-Face-Make-up. Das mache ich halt nur so sehr, sehr selten. Dann glaube ich, sind das super Produkte, weil du eben hier haben wir nämlich noch einen Liquid Eyeshadow. Den packst du einfach übers ganze Lid und hast dann einen super schönen Effekt, der aber super, super schnell geht. Also, das ist halt natürlich super praktisch. Und hier haben wir auch noch eine andere Concealerfarbe. Also, wir haben ein bisschen verschiedene Concealerfarben und dann kann man eben gucken, was für einen dann the perfect shade ist. Dann haben wir von Trend It Up Bronzing Lipstick. Ich werde den euch auch noch aufmachen.
So sieht der aus, so mit einem bisschen Schimmereffekt. Ist auch, glaube ich, eine Farbe, die vielen Leuten gut gefallen könnte. Und dann haben wir von Train It Up Argan Oil Care and Color Lip Gloss. Sieht auch richtig, richtig hübsch aus. Ist auch eine Farbe, finde ich, die ist super klassisch, funktioniert eigentlich immer. Dann habe ich hier auch noch Eyeshadow Base von Essence. So sieht die aus, die kommt da eben. So sieht die Eyeshadow Base. Wenn man mal eben ein bisschen mehr extremere Looks machen möchte, warum nicht? Dann haben wir von Essence auch einen Lipstick. Das ist eine super, super schöne Farbe. Das ist fast so eine ähnliche Farbe, die ich heute oben habe. Also richtig, richtig hübsch. Das ist eine richtig schöne Farbe. Ich glaube, da kann man sich sehr, sehr drüber freuen. Dann habe ich auch noch einen Color Corrector von NYX. Ich glaube, auch das ist was richtig, richtig Cooles. Dann machen wir jetzt ein bisschen Nagellack, weil ich habe extremst viel Nagellack und ich glaube, ich hoffe, die Person, die gewinnt, liebt Nagellack, weil, there's a lot. Und zwar, das ist mal die erste Farbe, das ist von Catrice. Eine richtig schöne Rot-Berry-Farbe, richtig, richtig schön. Dann haben wir mal ein bisschen so eine Bronze, aber so ein bisschen Orange. Auch für den Herbst kann ich mir diese Farbe richtig gut vorstellen. Das ist von Trend It Up. Dann haben wir auch noch von Catrice Gold so ein Schimmer-Nagellack. Auch sehr, sehr, sehr hübsch. Dann haben wir hier so ein hübsches More Than Nude, heißt das auch. So ein bisschen rosa Schimmer-Effekt, aber so ein Nude. Auch, glaube ich, richtig, richtig hübsch. Und dann haben wir hier ein bisschen Glitzer. Für die, die gerne glitzern, haben wir natürlich auch Glitzer. Das ist jetzt von Trend It Up. Dann haben wir noch von Trend It Up, haben wir noch mehr Glitzer. Das ist, denke ich. Also ich glaube, die Person, die, also wenn die Person Nagellack liebt, kann man natürlich auch verschenken. Ich meine, das ist. Wer möchte nicht so ein Set einfach nur for free? Also ich glaube, da sagt fast niemand nein. Und da haben wir einen, der ist auch. Also ein richtiger Metallic. Hübscher. Und dann haben wir auch noch eine eher mehr klassische Berry-Farbe, auch sozusagen ein Klassiker. Und was haben wir hier noch? Ein klassisches Silber. Ich habe Silber geliebt, wie ich Nagellack getragen habe. Ich habe Silber war eines meiner Favorite Colors, wie ich Nagellack oben hatte. Und dann haben wir auch noch ein klassisches Rot, auch so ein bisschen so ein Sommerrot, dieses grelle Rot, richtig, richtig hübsch. Glaube ich, kann auch richtig nice sein. Dann haben wir hier auch noch, jetzt glaube ich, nein, da ist noch Nail Polish, warten Sie, und zwar haben wir da so einen Super Dry Gloss Top Coat, also auch, ich weiß nicht, ob der dann so einen Matteffekt macht, ich weiß nicht, ich bin gespannt, das kann mir dann die Person berichten, und hier haben wir auch noch so ein super klassisches Nude, auch sehr, sehr, sehr cute, und dann einen Mini Nail Primer, damit natürlich die Maniküre gelingt. Und dann, was habe ich hier noch? Also Leute, das hört hier gar nicht auf. Und zwar habe ich hier auch noch einen Topcoat. Also ich sage euch, dieses Nail Game, die Person, die das gewinnt, wird. Und dann auch noch 2 in 1 Base and Topcoat. Dann haben wir so beides in einem. Ne? Das ist Multi-Use. Dann habe ich hier auch noch ein Lippen. 2-in-1 Lipstick. Auch richtig cool. Ich hatte mal so einen ähnlichen von Catrice. Ich fand das richtig cool. Ist ein bisschen so ein funky. Why not? Da haben wir noch was Cooles. Und zwar von Trend It Up den Gloria Lipstick. Und das ist ja mal, das ist was für die Person, die sich traut, ein bisschen mehr crazy zu sein, haben wir natürlich auch eine crazy Color drinnen. Es muss ja fast so sein bei mir. Also ich bin ja crazy, auch wenn ich heute sehr neutral bin. Aber im Großen und Ganzen liebe ich crazy Lipsticks. Und hier haben wir aber natürlich auch eine ganz klassische Farbe. Und ich glaube, das ist so eine Lip Cream. Da kann sich auch wer voll drüber freuen. Dann habe ich von Trend It Up auch einen wunderschönen Lip Liner. Ich glaube, da wird sich auch wer super freuen. Der sieht richtig, richtig hübsch aus. Dann habe ich auch noch einen Sheer Shade Lipstick. Und ich glaube, das ist nicht so heftig, wie das aussieht. Also so wie ich das verstanden habe, ist das nur so ein Lip Balm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber das kann mir ja dann die Person berichten, die gewinnt.
Und dann habe ich hier auch noch eine Nagelfeile, natürlich, eine kleine Mini-Nagelfeile, wenn man so auf Reisen ist oder generell. So eine Mini-Nagelfeile ist praktisch. Und dann habe ich hier auch noch ein paar Nail-Sticker. Genau, also kann man auch so ein bisschen Nail-Art machen. Und wie gesagt, wenn man das nicht macht, ist das super zum Verschenken. Das sind gratis Geschenke, die ihr da bekommt. Es ist einfach praktisch. So, dann habe ich hier auch noch ein Eyeshadow. So sieht der aus von Trend It Up. Auch sehr, sehr, sehr hübsch. Von NYX habe ich da zwar einen super, super, ich glaube, das ist für viele super praktisch. Das ist so eine super perfekte Crease Color. Das heißt, es gibt so eine Crease, machst Mascara drauf und hast ein bisschen einen specialigen Effekt, aber es dauert 5 Minuten, wenn. Also, es dauert eigentlich 2 Sekunden. Weil du machst bum, bam, 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 bam und dann hast du einen wunderschönen Look. Und es ist dann halt nicht nur Mascara. Es hat so ein bisschen einen coolen Effekt. Und natürlich, wenn man smoky gehen möchte, haben wir hier auch einen dunkelbraunen, glaube ich auch, dass da viele eine Freude damit haben können. Und dann haben wir auch noch von Trend It Up den More, was steht da? Morphing Shimmer Eyeshadow. Der sieht extremst cool aus. So einen richtigen schimmercoolen Effekt. Sieht richtig, richtig cool aus. Wird sich auch wer sicher drüber freuen. Dann habe ich hier auch noch, und zwar haben wir einen Concealer Brush. Man kann ihn natürlich auch für andere Dinge verwenden, aber auf jeden Fall ein Brush, mit dem man. Also am besten ist, glaube ich, damit Concealer. Zum Beispiel auch, wenn man eine Person ist, die wirklich nur sehr wenig so eine BB-Cream oder sowas, oder wenn man vielleicht eine Unreinheit oder vielleicht ein bisschen müde ist, dann nimmt man so ein bisschen auf einen Pinsel eben wie den und dann tragt man das so ein bisschen auf, so ein bisschen Refreshing da, wo man es braucht. Perfekt, kann ich euch sagen. Das ist ein richtig praktischer Basic-Pinsel, den jeder gebrauchen kann. Dann, was verrate ich euch als nächstes? Machen wir die noch. Und zwar habe ich von Trend It Up die The Nudes Selection. So sieht die Palette aus. So, da seht ihr die Farben. Eine richtig schöne Basic-Palette. Ich glaube, ja, die ist super praktisch. Und dann haben wir von Catrice The Smart Beige. Das heißt, wenn man sagt, man möchte von Catrice auch ein paar. Und ich glaube, Neutrals ist das, was die meisten einfach wollen. Und deshalb haben wir zwei Neutral-Paletten dabei. Und ein Produkt, was ihr von mir auch noch bekommt. Also, das ist alles von mir. Aber das ist so ein cooles Produkt. Und zwar ist es von iHerbRevolution e.l.f. Und zwar ist das ein Liquid Eyeshadow. Beziehungsweise, man bekommt zwei Liquid Eyeshadows. Und ich wollte euch unbedingt was von der e.l.f. Collection mitnehmen, weil ich die richtig, richtig gern habe. Und da bekommt ihr eben von iHeartRevolution den Liquid Eyeshadow. Und ich glaube, die sind richtig, richtig schön. Also ich glaube, das ist ein richtig, richtig tolles Paket. Das waren jetzt alle Produkte, die die Person gewinnen kann. Ich glaube, es ist ein richtig, richtig cooles Paket. Und ich glaube, die Person wird sich richtig, richtig drüber freuen. Und wie gesagt, es sind extremst viele Produkte und ich hoffe natürlich, dass ihr mitmacht und ja, und dass ihr natürlich weiterhin so treue Abonnenten seid. Wie gesagt, das ist ein Dankeschön von mir an euch, dass ihr einfach immer so süß dabei seid, dass ihr kommentiert, dass ihr, ja, dass ihr einfach immer süß dabei sitzt. Das freut mich und deshalb möchte ich mich natürlich bedanken. Und was für ein größerer oder besserer Anlass wie 2 Years Anniversary of YouTube. Das ist, finde ich, kein schlechter Grund. Aber wie gesagt, ich wollte einfach nur danke, danke, danke schön sagen. Ich sage danke vom Herzen. Ihr macht's, dass ich schaff's wegen euch jetzt auch durch diese schweren Zeiten. Wir schaffen es gemeinsam durch diese schweren Zeiten und ja. Danke, danke, danke fürs Einschalten. Ihr wisst, was zu tun ist. Liken und kommentieren mit natürlich, wie ich euch kontaktieren kann. Und 2 Wochen, in 2 Wochen sehen wir uns und beziehungsweise sage ich Bescheid, wer gewinnt. Und es wird natürlich randomized. Also ich werde nicht einfach nur sagen, haha, das gefällt mir am besten, sondern ich mache das natürlich random. Gucken wir mal, wer gewinnt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Plus, es wird natürlich überprüft, dass ihr eh alle. Und natürlich, ihr müsst Abonnent des Kanals sein. Habe ich das voll vergessen.
Ihr müsst natürlich Abonnent des Kanals sein. Ich bin so der Schlumpf, das habe ich voll vergessen. Ihr müsst natürlich Abonnent des Kanals sein. Ihr könnt es nicht mitmachen, wenn ihr nicht Abonnent dieses Kanals seid. Das war für mich so logisch. Aber natürlich, ihr müsst Abonnent dieses Kanals sein. Sonst, also und das werde ich natürlich überprüfen. Ich gucke, ob ihr geliked habt. Ich gucke, ob ihr Abonnent seid. Und dann seid ihr dabei. Okay. Meine Lieben, jetzt habe ich das hoffentlich alles gesagt, was gesagt werden soll. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo jetzt ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und da würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!